Hi. Warst du zufällig auch mit Bruno unterwegs? Ja, du etwa auch? Mich und wann warst du denn? In Namibia. Und du? Oh, ich war in Indien. Ich war in Rehoboth in Namibia. Ich war in Indien, in Pune. Ich war in Namibia in einem kleinen Dorf. Oh, was hast du denn gemacht? Ich habe an der Schule gearbeitet, das war eine christliche Schule im Eastern Cape. Tagesablauf bestand daraus, die Kühe zu füttern, Text übersetzt, am PC gearbeitet. Was hast du denn mitgenommen aus dem Jahr? Auf jeden Fall Verantwortungsbewusstsein, Selbstbewusstsein, also weil in der Schule ich viel mit den Kindern eben zu tun hatte und auf mir dann schon so eine gewisse Verantwortung gelastet hat. Ich musste irgendwie selbstständig sein. Das war eine unglaubliche Erfahrung und man sieht, wenn man etwas schafft, das ist nicht jeden Tag der Fall, aber wenn man etwas schafft und etwas Positives bewirkt, dann sieht man das und das wird einem abends beim Einschlafen bewusst. Es war auf jeden Fall schön, die Erfahrungen mitzunehmen, auch diese ganze Selbstständigkeit, sich selbst zurechtzufinden. Einfach diese Persönlichkeitsstärkung, die Selbstständigkeit, Selbstbewusstseinsstärkung, unglaublich tolle Erfahrungen, die man gesammelt hat. War super. Wie ging dir das? Noch selbstständiger geworden. Ich bin reifer geworden, ich bin mir selbst gewachsen. Komplett alles zurückzuschrauben, hat mich das Jahr unglaublich geprägt, das hat mich verändert. Ich habe auch so viel mitgenommen, ich habe herzensgute Menschen kennengelernt, die ich nie vergessen werde. Eine extrem gute Erfahrung und auch extrem wichtig gewesen, dass ich jetzt merke einfach, okay, es geht auch ohne viel Schnickschnack und so drumherum. Und vor allen Dingen, wenn man sich die Straßen anschaut, habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass wir hier in Deutschland sehr privilegiert sind. Und ich finde, das ist eine Erfahrung, die jeder machen sollte, definitiv.